Meine Lieben, wir befinden uns hier auf einer leeren Seite im Pixel Perfect Seitbilder und ich möchte euch heute und hier mal zeigen, wie wir den Pixel Perfect Seitbilder bzw. unsere Seite hier mit der Cloudery App verbinden. Das heißt, es ist ja für uns immer wichtig, dass wir unsere Bilder nicht hier in der Bibliothek bei Builderall haben, sondern dass wir die auf einer externen Cloud haben. Warum? Weil es einfach unser System schneller macht. Ne? Das heißt, wenn wir alle Bilder hier reinladen würden in unseren Pixel Perfect Zeitbilder, dann würde das ewig lange langsam werden. Das heißt, für uns ist es auf jeden Fall ein wesentlicher Vorteil, wenn wir die Bilder, die wir brauchen, für unsere Seite auslagern und die dann in einer sogenannten Cloud abspeichern. Wie wir jetzt diese Cloud mit dem Pixel Perfect Seitbilder verbinden, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Bleibt also bitte dran an dem Video. Es wird auch dann noch einen zweiten Teil des Videos geben. Dort werde ich euch zeigen, wie ihr die Cloudery App mit WordPress verbindet. Das heißt, beim WordPress habt ihr ja dasselbe Problem. Ihr habt viele Bilder in eurer Bibliothek. Und das macht das ganze System elend langsam. Das heißt, alles lädt langsam, die Seiten bauen sich langsam auf, weil die Bilder alle zu groß sind. Und selbst wenn man die Bilder komprimiert, wird mit der Zeit das WordPress langsam. Weil es kommt ja auch immer mehr dazu, ihr schreibt immer mehr Artikel, ihr erweitert euren Blog. Und dafür gibt es eine Lösung, indem ihr quasi die Bilder auslagert und die dann über eine sogenannte Cloud in eurem Blogartikel reinholen. Das zeige ich euch dann im Anschluss an den Pixel Perfect Seitbildern, weil ja nicht jeder hat Builderall. Viele meiner Kunden haben ja WordPress und die sollen ja dann auch in den Genuss kommen. So, wir nehmen jetzt mal hier in der freien Stelle, nehmen wir uns mal hier ein Bild heraus und tun mal hier das Bild auf unserer ersten Seite. Natürlich ist es so, wir wissen ja, dass wir, wenn wir eine Seite beginnen, das in einen sogenannten Banner machen müssen. Na, das wäre jetzt hier falsch. Ich will euch ja jetzt hier nur erklären, wie ihr das mit Cloudery verbindet. Die ganzen Einstellungen, die ihr hier für die Seite machen müsst, da setze ich mal voraus, dass ihr eine Seite habt, wo ihr das hier auch schon habt. Ich wollte euch das jetzt nur an einer leeren Seite zeigen, damit keine Ablenkung ist. Ne? Dann gehen wir mal hier auf Bild ändern. So, und jetzt wollen wir quasi ein Bild uns hier hineinholen und das machen wir jetzt über diese Cloud. Ne? Ihr seht, ich habe hier schon ein paar Bilder drin, die habe ich mir jetzt hier so reingeholt, werde ich mir aber nach und nach alle auch in die Cloud hineinholen. So. Wenn wir jetzt hier sind, ihr seht jetzt dieses Bild, dann geht ihr hier auf die sozialen Netzwerke und hier seht ihr einmal Instagram und ihr seht hier Cloudery, ne? Cloudery. Und hier steht dann Connected to Cloudery. Natürlich müsst ihr euch vorher bei Cloudery anmelden. Das heißt, ihr habt vorher einen Zugang gemacht bei Cloudery. Und diesen Zugang müssen wir jetzt sozusagen verbinden. Einen Moment. Ich gehe schnell mal auf mein Login. So, wir befinden uns jetzt hier bei Cloudery und zwar schon in meinem Dashboard. Voraussetzung ist, dass ihr euch hier einen kostenlosen Account einrichtet und den Account könnt ihr dann so und so viele Bilder hochladen. Also das ist immens viel im Monat, wo ihr jetzt erstmal nichts bezahlen müsst. Ne? Ihr meldet euch ganz normal unter cloudinari.com, meldet ihr euch ganz normal an und dann ladet ihr hier unter Library, also Media Library, ladet ihr euch dann hier schon mal ein paar Bilder hoch. Guckt bitte auch, ihr seht hier, dass immer diese Bilder auch schon mit dem entsprechenden Keyword versenden ist. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr die Bilder dann hochladet auf eure Seite. Und ihr könnt hier auch für eure Kunden die Bilder ganz normal hier hochladen. Wenn ihr euch hier auf dem Dashboard befindet, ihr seht es hier schon, dann habt ihr hier
einem sogenannten API Key und habe den API Secret Key. Na? So, den fügen wir jetzt mal ganz normal in unsere Verbindung hier ein. Dazu muss ich noch mal ganz kurz in mein, ja, genau, hier rein. Cloud Name und hier steht der API Key und der Secret Key. Na? Ja. Ich kopiere mir mal hier diesen Cloud-Name hier raus. Ja. Okay, kopieren. Und den füge ich jetzt hier in mein Pocket ein. So, und habe jetzt hier den API-Schlüssel und hier gehe ich jetzt auf Bestätigen. Ja. Oh, bin korrekt. Also muss ich hier den API-Schlüssel nochmal genau kopieren. Dann werde ich zu dem nehmen. Das ist ja auch richtig so. Ja, muss ja auch der sein. Genau. Und den füge ich jetzt hier ein. Und den siebten Key, den kopiere ich jetzt einfach mal hier genau unter Kopie-Clipboard raus. Und füge ich dann auch hier in die dritte Stelle ein. So, und jetzt gehe ich mal hier auf Bestätigen und ihr seht, jetzt habe ich hier schon meine Verbindung zu Cloudinari hergestellt. So einfach ist das und ihr könnt jetzt euch erstmal ein paar Bilder hier hochladen in eure Bibliothek. Was man auch machen kann, man kann die Bilder natürlich auch hier schön bearbeiten und so weiter und so fort. Das ist auch eine ganz feine Sache. Aber erstmal, damit ihr wisst, wie das funktioniert mit der Verbindung, habe ich euch erstmal dieses kleine kurze Video gedreht. Im Anschluss daran drehe ich noch das Video für meine WordPress-Kunden. Da gibt es ein Plugin für Cloudinari. Und wie das funktioniert, zeige ich euch dann im anschließenden Video. Danke fürs Zuhören und gebt mir doch mal ein Däumchen nach oben, ein Like oder ein Herzchen, da würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, eure Gabi. Ciao.